Thomas, hat sich schon sehr gut angehört, oder? Das ist doch mein Südwesten. Oder? Ja. Dann wollen wir dem Südwesten doch ein bisschen Thomas anders zurückgeben. Wir wollen dich nämlich jetzt gerne bei uns singen hören. Ein Künstler hier bei uns, der über 120 Millionen Platten schon verkauft hat. Da drüben sitzt er, gemeinsam mit Modern Talking und auch allein natürlich. Großartig. Und wir haben natürlich ganz, ganz viele Wünsche bekommen. Und einer davon ist der Lothar aus Breisach. Der hat auch einen ganz besonderen Wunsch. Hallo, ich bin der Lothar aus Breisach und wünsche mir ein Lied von Thomas Anders. Und da der liebe Lothar einer von wirklich Tausenden war, die uns geschrieben haben, wegen dir, die einen Song von dir hören wollten, frage ich dich, würdest du für uns singen? Aber natürlich, für Lothar und für die Tausende. Ich stehe jetzt auf und gehe zum Flügel. Das kannst du machen. Währenddessen würde ich ankündigen, dass wir jetzt eine wundervolle Performance bekommen. You're my heart, you're my soul von Thomas Anders. Deep in my heart, there's a fire, a burning heart. Deep in my heart, there's desire for a start. I'm dying in emotion, it's my world in fantasies. I'm living in my dreams. You're my heart, you're my soul. I keep it shining everywhere I go. You're my heart, you're my soul. I'll be holding you forever, stay with you together. I keep it shining everywhere I go. That's the only thing I really know. Let's close the door and believe my burning heart. Feeling all right, come on, open your heart. Keep the candles burning and let your body melt in mine. I'm living in my dreams. You're my heart, you're my soul. I keep it shining everywhere I go. You're my heart, you're my soul. I'll be holding you forever, stay with you together. I keep it shining everywhere you go. That's the only thing I really know. Sehr, sehr schön. Hat Spaß gemacht. Wow. Wow. Wunderschön live gesungen natürlich mit Pianobegleitung. Machst du sehr gerne so, ne? Ja, ich liebe das, weil es ist so eine direkte Musik, ja? Ja. Ich meine, du kennst es auch und man hat wirklich, man kann sich auf die Stimme konzentrieren, auf das Gefühl konzentrieren. Man kann Variationen machen. Das ist meine Musik. Wunderschön, You're My Heart, You're My Soul. Ein Titel, den du bestimmt schon tausende Male gesungen hast, aber du wirst nicht satt, ihn zu singen. Nein, überhaupt nicht. Also ich meine, dadurch, wie ich gerade sagte, gibt es verschiedene Versionen. Und es ist auch so, für mich ist es eine Faszination bei meinen ganzen Konzerten, die ich jedes Jahr halt eben gebe. Und er gehört natürlich in mein Standardrepertoire. Diese Menschen,
Tausende von Menschen vor mir zu sehen und dieses Kopfkino, jeder hat so seine eigene Geschichte und die Pärchen halten sich verliebt im Arm, andere fangen an, sich zu küssen, andere singen lauthals mit und das ist so wunderschön, ja. Und ich bin jedes Mal dankbar, dass ich wirklich das erleben darf, von der Bühne zu sehen, wie man mit Musik wirklich Menschen glücklich machen kann. Ja, das machst du definitiv. Ich habe es ja auf der Schlagertour jetzt mitbekommen. Wir sind ja mit Florian Silbereisen auf Tour gewesen Anfang des Jahres. Und wenn du da rauskommst mit deinen Hits, es ist schon wirklich sensationell, wie die Leute sofort an sind. Also du wirst da hochgefahren aus dem Boden. Da gibt es ja so eine super Technik. Und dann ab der ersten Sekunde sind die Leute an. Egal, ob jetzt Fans oder nicht. Aber du, begeistert sind sie alle am Ende. Ich bin da sehr dankbar für. Genau. Und dann kommen wir, Giovanni. Und dann kommen wir. Dann kommen wir, Ross. Dann gehen die Leute richtig an. Ja? Ross ist ja auch dabei. Thomas, stimmt es, dass du... Okay, das stimmt. Thomas, stimmt es, dass du den Titel in 30 Minuten eingesungen hast? Also die fertige Version, die wir kennen? Ich glaube ja. Also ich weiß nicht genau bei diesem Titel. Ich weiß nur, dass ich ein Modern Talking Album an einem Tag eingesungen habe. Ein ganzes Album? Ein ganzes Album, einen Tag. Und wie du zu der Zeit aussahst, das wollen wir natürlich auch sehen. Meinst du, das hängt mit Aussehen zusammen? Ja, mal sehen. Wow! Wow. Ja, so sah ich auch mal aus. Ja, aber auch okay. Ja, hör auf zu lachen. Darf ich was fragen? Isabel, frag bitte, rette mich. Wie viel Thomas Anders von dem, den wir da gerade gesehen haben, an den wir uns alle erinnern, mit viel Liebe, ist noch in dir, in diesem Thomas Anders? Oh, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, da ist der größte Teil noch in diesem Thomas Anders, der heute auch noch da ist. Nur die Optik hat sich dezent verändert. Genau. Aber du bist ein Junge. Genau. Du bist noch ein Junge. Damals war ich 21. Und die Haare sind einfach nur nach unten gerutscht, ne? Wohin jetzt? Wir haben das jetzt nicht verstanden. Ich versuch die Situation zu retten. Du bist kein Stück weniger attraktiv. Nein, ich will auch. Ich bin jetzt wieder still. Meine Frau sagt immer, Thomas ist so ein schöner Mann. Wirklich, liebe Grüße auch an dich, Amore. Wirklich, die Frauen, nicht nur die Frauen liegen dir zu Füßen, das muss ich sagen. Also nein, wirklich großer Respekt. Auch die Männer wollte ich sagen, richtig.